بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, und Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an dem Tag, an dem kein Sohn für die Sünde seines Vaters aufkommen wird, noch ein Vater für die Sünde seines Sohnes. Wir haben, inshallah, wollen wir die heutigen Verse, die wir uns anschauen wollen, sind die Verse des edlen Koran von Allah subhanahu wa ta'ala's Worten, von Vers 166 bis 170, inshallah. Die Verse sind die folgenden: Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben, und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstrecke zu ihnen abgeschnitten sind. Und diejenigen, die Gefolgschaft geleistet haben, sagen: Hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung, dann würden wir uns von ihnen lossagen, so wie sie sich von uns losgesagt haben. So wird Allah ihnen ihre Werke zeigen als gramvolle Reue für sie, und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. O ihr Menschen, esst von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubtem und Gutem, und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Er befiehlt euch nur Böses und Schändliches, und dass ihr gegen Allah aussagt, und dass ihr gegen Allah aussagen sollt, was ihr nicht wisst. Und wenn man zu ihnen sagt, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein, vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Vorväter vorgefunden haben. Was denn, auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht recht geleitet waren? Wir haben uns getroffen, insha'Allah, macht Allah subhanahu wa ta'ala es uns möglich, dass er uns den Erfolg verleiht, dass wir das erhalten, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns versprochen hat. Denn er sagte ja, wie wir gelernt haben, ein Hadith vom edlen Gefährten Abu Huraira radiallahu anhu überliefert. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft und Allahs Buch rezitiert und Allahs Buch lehrt und lernt, dann wird die Ruhe auf sie herabsinken und die Engel werden sie umgeben und die Barmherzigkeit wird sie umhüllen und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie bei denjenigen erwähnen, die bei ihm sind. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sache uns ermöglicht, denn jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich trifft, wie es in einem anderen Hadith heißt, um Allah zu gedenken, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln, die solche Sitzungen aufsuchen, sagen: Ich mache euch zu Zeugen darüber, dass ich diesen vergeben habe. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass unsere Sünden vergibt, denn wir haben dies mehr als nötig, denn jeder Mensch ist ein Sünder oder jeder Mensch begeht Fehler, und die Besten derjenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die sich Allah wieder reuevoll zuwenden. Wir haben gelernt in den Versen vom letzten Mal, dass Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt hat, dass er ein einziger Gott ist, dass es keine Gottheit gibt außer ihm und dass niemand anbetungswürdig ist außer er, also ihm selbst. Wie er sagte, euer Gott ist ein einziger Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und wir haben gelernt, dass die Araber dann gefragt haben, und gesagt haben, das ist eine Behauptung, O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, was ist dein Beweis dafür, dass Allah ein einziger Gott ist? Denn wir wissen ja, dass die Mushrikin mehrere Götter angebetet haben. Und nachdem der Prophet nach Medina ausgewandert war, war ja die Zeit des Götzendienstes noch nicht lange nicht vorbei in Mekka. Und der Koran gehört ja zu den ersten Suren, die in Medina herabgesandt worden sind. Und die Antwort haben wir gelesen. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen fragenden Leuten 6 Beweise gegeben, die alle bezeugen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger Gott ist und dass es niemanden gibt, der ihm gleicht und dass es keinen anderen Gott gibt. Und diese ganzen Beweise, die Allah hervorgebracht hat, und zwar die Schöpfung der Himmel und der Erde, der Unterschied, er sagte, in der Schöpfung der Himmel und der Erde, im Unterschied von Nacht und Tag, und wir haben gesagt, Nacht und Tag, eine der Weisheiten ist, dass die Nacht geht ja dem Tag im Islam voraus. Das heißt, sobald die Sonne untergeht, beginnt für uns der neue Tag. Deswegen beginnt uns der Ramadan, sobald wir den Neumond sehen. Und das ist ja bei Nacht.
von Nacht und Tag in den Schiffen, die das Meer befahren, mit dem, was den Menschen nützt. So weiß man, dass es auch Dinge gibt, die den Menschen nicht nützen, und das ist verboten. Darin, dass Allah Wasser vom Himmel herabkommen lässt und damit dann die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lässt und im Wechsel der Winde. Und Tasrif al-Riyah bedeutet im Wechsel der Winde. Und in der Lesart von Khalaf und Al-Kisai und Hamza heißt es Tasrif al-Riyah, das heißt und im Wechsel des Windes. Und der Unterschied ist deutlich. Der Wind ist allgemein gesehen, und wenn man den Plural benutzt, dann sind eben die verschiedenen Arten der Winde auch beinhaltet. Und zwar die verschiedenen Arten Winde, der Wind, der vom Westen kommt, von Norden kommt, von Osten kommt, Süden kommt und so weiter. Und auch, ob der Wind warm ist oder kalt ist und ob der Wind fruchtbar ist oder nicht fruchtbar ist, ob es sandig ist oder nicht sandig ist und so weiter und so fort. Alle Arten von Winden gibt es, denn Allah SWT hat nicht nur eine Art von Wind erschaffen, sondern zahlreiche. Und dann sagt er weiterhin, und im Wechsel der Winde und der Wolken, die zwischen Himmel und Erde dienstbar gemacht sind, sind wahrlich Zeichen für Leute, die begreifen. Das sind diejenigen, die davon profitieren. Diejenigen, die nicht begreifen, profitieren davon nicht. Und dann sagt Allah, und doch gibt es unter den Menschen manche, also obwohl es diese ganzen Beweise gibt, die ja in sich noch zahlreiche Beweise beinhalten. Schöpfung der Himmel und der Erde ist ja schon die Nacht und der Tag beinhaltet. Also wir sehen in dem Vers, Allah SWT sagt etwas Allgemeines, schöpft den Himmel und der Erde, und dann hat er sich bestimmte Beweise von dieser Schöpfung ausgesucht. Und dazu gehören die, die wir auserzählt haben, wie zum Beispiel die Tiere und das tote Land, was er wieder lebendig macht, und den Wechsel des Tages und der Nacht. Das sind ja alles ein Teil der Schöpfung der Himmel und der Erde. Subhanahu wa ta'ala. Und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah, wa alaikum salam, und doch gibt es unter den Menschen manche, die außer Allah andere seinesgleichen annehmen und ihnen dieselbe Liebe schenken wie Allah. Aber die Gläubigen sind stärker in der Liebe zu Allah. Das ist der eine Unterschied. Und wir haben auch gesagt, dass die gläubigen Menschen Allah lieben und auch andere außer Allah lieben. Allerdings, erstens nicht genauso wie Allah, und zweitens lieben wir nur diejenigen, die Allah auch lieben. Insofern lieben wir nur diejenigen, die Allah lieben, und wir hassen diejenigen, die Allah auch hasst. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Und dann heißt es im Koran, und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Das ist in unserer Lesart. Allerdings lesen wir in anderen Lesarten von Ibn Amr und Nafi' und Ya'qub. Dort heißt es, und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, sondern wenn du nur sehen könntest. Da wird der Prophet s.a.w. selbst direkt angesprochen. Oder jeder, der diese Verse hört. Und wenn du doch sehen würdest, wie diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Und in anderen Lesart von Abu Ja'far und Ya'qub heißt es nicht anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul 'adhab, sondern inna al-quwwata lillahi jami'an wa inna Allah shadidul 'adhab. Das heißt dann übersetzt, wenn du dann erkennen würdest, Klammer auf, dass sie sagen, Klammer zu, wahrlich, die Stärke gehört Allah ganz allein. Und wahrlich, Allah ist streng im Straf. Das eine ist praktisch die Aussage der Ungläubigen, was sie sagen werden. Und die andere ist die Aussage Allah SWT über sie. Und beides hat Allah so herabgesandt. Und wir haben gesagt, dass die andere Auslegung ist, dass die Antwort, was dort passiert, nicht beschrieben ist. Denn es heißt, und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Was ist dann? Dann wüssten sie, dass eben ihre Götzendiener ihnen nichts genützt haben. Oder dann ist die Strafe, die sie ereilen wird, unbeschreiblich groß. Und das ist mehr als einmal im Koran diese Art verwendet worden, dass man das Tatsächliche, was dann passieren wird, gar nicht erwähnt. Im Koran heißt es, inna alladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum. Wahrlich diejenigen, die al-dhikr leugnen, das ist der Koran, wahrlich diejenigen, die die Ermahnung leugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist. Punkt, Punkt, Punkt. Würde man heutzutage schreiben. Aber Allah hat nicht gesagt, was mit ihnen ist.
sondern ihre Strafe ist in zahlreichen Versen woanders beschrieben, wie Allah sagte. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Das heißt, und wer auch immer von den Gruppierungen, das heißt von allen Menschen, wer auch immer von den Gruppierungen ihn leugnet, den Koran, dann ist das Feuer sein Aufenthaltsort. Ja. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und ich möchte auf den Übergang hinweisen, den Allah erwähnt hat. Erst spricht Allah subhanahu wa ta'ala die Mushrikin an, die diese Beweise gefordert haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein einziger Gott ist. Und dann hat Allah ihnen diese Beweise gegeben. Und dann zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala jetzt ein anderes Bild. Und zeigt uns, was am Tag der Auferstehung geschehen wird. Wenn diese Leute auf das beharren, auf das, was sie die ganze Zeit beharren, und nicht eben den Islam annehmen, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam überbracht hat. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben, und sie die Strafe sehen, und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind, Wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, diejenigen, die in diesem Leben angebetet worden sind, zu Unrecht, und jeder, der angebetet wird, außer Allah, natürlich zu Unrecht angebetet, aber diese Leute werden am Tag der Auferstehung sich lossprechen von ihrer eigenen Gefolgschaft. Und was für eine Erniedrigung ist es, wenn die Leute, die Gefolgschaft geleistet haben, ihr Leben geopfert haben für bestimmte Menschen, dass diese Menschen dann am Tag der Auferstehung ihre eigenen Führer verlieren werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dies in diesem Vers. Und zu ihnen gehören zahlreiche Menschen, die in diesem Leben angebetet werden oder die verehrt werden, obwohl sie nicht oder übermäßig verehrt werden. Und wir werden am Tag der Auferstehung sehen, dass viele, viele Menschen, die für andere Leute etwas verboten haben, was erlaubt war, und etwas erlaubt haben, was verboten war, das heißt, die haben Gefolgschaft geleistet und ihre eigenen Führer zu Herren genommen und zu Götter genommen, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Oder Leute werden sich freisprechen von solchen Gefolgschaften. Leute wie Ali, radiallahu anhu, Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima, Uzair und über ihnen allen Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Und das braucht man nicht kommentieren, dass die Christen ihn angebetet haben. Die werden sich lossagen von all denjenigen, die ihnen Gefolgschaft geleistet haben und ihn angebetet haben und übertrieben haben in ihrer. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La tatruni kama atrat al-Nasara Isa ibn Maryam. Das heißt, verherrlicht mich nicht so wie die Christen oder besser gesagt die Nazarener den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, verherrlicht haben. Und wenn diejenigen, denen Gefolgschaft geleistet worden ist, sich von denen lossagen, die Gefolgschaft geleistet haben, also die Mushrikin selbst oder und andere, und sie die Strafe sehen und die Verbindungsstricke zu ihnen abgeschnitten sind, die Verbindungsstricke zwischen diesen Führern und ihren Gefolgschaft, denn die Verbindung, die sie zwischeneinander hatten in diesem Leben, war nur für dieszeitliche Zwecke. Und es wird ihnen gar nichts nützen. Und es wird auch ihnen die Verwandtschaft nichts nützen an diesem Tag. Und es wird für sie die Freundschaft nichts nützen. Und es wird für sie diese lügnerischen Versprechungen für Fürsprache nichts nützen. Und wenn wir einmal im Koran aufschlagen, auf der Seite 397 in dem Druck von Al-Madina, da finden wir in Surat Al-Ankabut einen interessanten Vers, wo sich auch der auch das widerspiegelt, was wir gerade gesagt haben. Im Vers 12 in Surat Al-Ankabut, ist Surah Nummer 29, die Spinne, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und diejenigen, die Ungläubige sind, sagen zu denjenigen, die glauben: Folgt unserem Weg, lasst uns eure Verfehlungen tragen, subhanallah. Und so verführen sie die anderen Menschen in die Irre. Lasst uns eure Verfehlungen tragen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als Antwort: Tragen werden sie aber nichts von ihren Verfehlungen, denn sie sind fürwahr Lügner. Ganz gewiss werden sie ihre eigenen Lasten tragen und auch weitere Lasten zu ihren Lasten hinzu. Subhanallah. Denn wir wissen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer zu einer Dalala aufruft, irgendeinen Irrtum aufruft, der erhält die gleiche Strafe oder die gleiche Sünde wie jemand, der das dann ausgeführt hat,
und es wird von keinem von ihnen die Sünde irgendwie verringert. Also derjenige, der aufgerufen hat, ist genauso schlimm, wie derjenige, der diesen Irrtum durchgeführt hat. Und das gleiche gilt, wenn jemand eine gute Tat vollbringt oder auf die gute Tat hinweist und ein anderer tut sie, dann erhalten sie beide die gleiche Belohnung, ohne dass der eine mehr als der andere irgendwie bekommt. Und das ist eine, auf der einen Seite eine große Barmherzigkeit für die Gläubigen und eine große Gram für die Ungläubigen. Und diejenigen, die Gefolgschaft geleistet haben, sagen, hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung, dann würden wir uns von ihnen lossagen, so wie sie sich von uns losgesagt haben. Und diejenigen, die Gefolgschaft geleistet haben, das sind eben diejenigen, die bestimmte Menschen angebetet haben oder andere, blinde Leute, sie sagen, hätten wir doch eine Möglichkeit zur Wiederholung, das heißt noch einmal in diesem Leben, noch einmal zu leben, dann würden wir uns in diesem Leben von ihnen lossagen und keinen Schirk begehen, in diesseits, so wie sie sich von uns jetzt hier am Tag der Auferstehung losgesagt haben und uns im Stich gelassen haben. Allerdings ist das zu spät. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so wird Allah ihnen ihre Werke zeigen, als gramvolle Reue für sie. So wie Allah ihnen die Strafe als gramvolle Reue zeigen wird, ebenso werden sie auch ihre Taten sehen. Wir brauchen nicht fragen, wie Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen seine Taten zeigen wird. Wenn wir heutzutage schon die Taten von Menschen aufzeichnen können, dann wie ist es mit Allah subhanahu wa ta'ala? Allah wird imstande sein, das zu tun. So wird Allah ihnen ihre Werke zeigen als gramvolle Reue für sie. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und sie werden aus dem Höllenfeuer nicht herauskommen. Warum? Weil sie als Götzendiener gestorben sind und Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass er den Götzendienst des Götzendieners, der im Götzendienst stirbt, nicht vergeben wird. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Und er hat bestimmt, dass nur diejenigen rauskommen, die gesagt haben, la ilaha illallah. Und man könnte fragen, manche Leute stellen die Frage, ist es denn gerecht? Natürlich braucht man gar nicht die Frage beantworten, aber weil alles, was Allah macht, ist gerecht. Aber manche Leute stellen die Frage und sagen, wieso ist es gerecht, dass man zum Beispiel 70 Jahre lang auf dieser Erde gelebt hat und Schirk begangen hat und dann am Tag der Auferstehung geht man für ewig in die Hölle? Wieso, wie kann man 70 Jahre mit Ewigkeit vergleichen? Und die Antwort sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Wenn sie zurückgebracht würden, also die ins Diesseits, dann würden sie zu dem zurückkehren, was sie gemacht haben. Und das ist die Aussage des Allwissenden. Sie würden das Gleiche machen. Sie würden immer wieder das Gleiche machen. Das ist ihr Charakter. Und das ist die Aussage des Allwissenden. Und deswegen müssen wir das glauben, weil keiner weiß, wie es wäre, wenn jemand zurückkommt. Keiner weiß, wie es wäre, wenn jemand zurückkommt. Dies kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass das eben gerecht ist, weil das ist ihre Eigenschaft. Ihre Eigenschaft ist so, dass sie immer ungläubig bleiben würden. Allah hat das für sie bestimmt. Und deswegen ist die gerechte Strafe für sie, dass sie auf ewig in der Hölle bleiben werden und nicht herauskommen werden in ein Höllenfeuer, wie Allah sagt in Surah Al-Tahrim, Naran waquduha an-nas wal-hijara, und das hat auch in Surah Al-Baqarah gesagt, ein Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und das können wir uns nicht vorstellen. Wir kennen kein Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen. Amen. Und wir haben gesagt einmal im Tafsir, bei Surah Al-Baqarah am Anfang, dass gesagt worden ist, dass die Steine, entweder sind es wirklich Steine, sind Steine auf jeden Fall, aber was für Steine? Manche sagen einfach Steine, manche haben gesagt, das sind die Götzen, die sie angebetet haben, die auch teilweise aus Steinen gewesen sind. Das heißt, subhanallah, ihre eigenen Götzen verbrennen sie mit. Und nur die Muwahhidun kommen aus dem Paradies wieder raus, aus dem Höllenfeuer wieder raus. Die gesagt haben, la ilaha illallah, und wie es im Hadith, authentischen Hadith heißt, es bleibt dann nur im Höllenfeuer drin, nachdem alle rausgegangen sind, die rausgehen dürfen. Es bleiben nur diejenigen drin, es dürfen alle raus, bis auf diejenigen, die der Koran festhält. Illa man habasahu al-Quran heißt es. Das heißt, diejenigen, die der Koran festhält, sind diejenigen, über die Allah gesagt hat im Koran, khalidina fiha, da khalidina fiha abada, sie werden darin bleiben oder sie werden darin ewig bleiben.
Und er sagte, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, und sie werden nicht aus dem Feuer rauskommen. Das sind diejenigen, die den Koran festhält und die nicht raus dürfen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o ihr Menschen, alle Menschen, die Weißen, die Schwarzen, die Gelben und Roten, wie sie auch immer eingeteilt werden, groß und klein, reich und arm, esst von dem, was ist auf der Erde, esst von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubtem und Gutem. Und das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl, und das weist darauf hin, dieser Befehl, subhanallah, dass es nicht erlaubt ist, sich zu Hunger, dass man hungert, bis man stirbt. Man darf nicht hungern, bis man stirbt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, sowieso Selbstmord ist sowieso verboten im Islam. Aber ich meine nur, man darf nicht hungern, bis man stirbt. Das ist ein Befehl. Esst von dem, das ist eine Pflicht, weil der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala im Allgemeinen, wissen wir, als Grundlage, jeder Imperativ, allgemein gesehen, von Allah subhanahu wa ta'ala oder von seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ist als Pflicht, denn das ist der Sinn des Imperativs, dass du das ausführst, was gesagt worden ist. Und ich habe eine Sache verpasst zu sagen, und zwar in dem Vers 165 heißt es, und wenn doch diejenigen, die Unrecht tun, wenn sie der Strafe angesichtigt werden, erkennen würden, dass alle Stärke Allah gehört und dass Allah streng im Strafen ist. Das heißt, du heißt auf Arabisch, وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ, wenn sie die Strafe sehen. Und der Lesart von Ibn Amr heißt es, wenn ihnen die Strafe gezeigt wird. Na, das nur als kleine Bemerkung. Esst von dem, was es auf der Erde gibt, als etwas Erlaubtem und Gutem. Und der Ausdruck mimma fil ardi, von dem, was auf der Erde gibt, bedeutet, es gibt auch Verbotenes auf der Erde. Und deswegen ist nicht alles erlaubt. Grundsätzlich ist alles erlaubt auf dieser Erde. Essen, trinken. Bis auf das, was Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das ist der Vers weist darauf hin, dass es auch Dinge gibt, die verboten sind. Als etwas Erlaubtem und Gutem und nicht etwas Dreckiges oder Unreines, was Najis ist, oder etwas Gestohlenes und nicht etwas, was Verbotenes allgemein, Haram ist, sondern Dinge, die gut sind und wohlschmeckend sind, sind uns erlaubt und mubah und halal. Und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Und das ist ein sehr interessanter Vers, weil der Shaitan in den wenigsten Fällen, es sei denn, jemand ist schon so weit abgeirrt, der Shaitan sagt einem nicht, dem gläubigen, guten Menschen sagt er nicht, sagen wir mal, geh ein Auto stehlen, sondern er übt ihn in kleinen Sachen. Er übt ihn in kleinen Betrügen. Bis er sich daran gewöhnt hat, Euros zu stehlen oder Cents zu stehlen. Und so steigert er sich. Denn wie bei den guten Taten, wenn man sich an eine gute Tat gewöhnt, dass die fünf Gebete, wir sind Alhamdulillah gewohnt, die fünf Gebete zu tun, es ist für uns keine Erschwernis. Und genauso, wenn du dich daran gewöhnst, Sünden zu sündigen oder zu stehlen, wird das zu einer Gewohnheit. Deswegen heißt es im Hadith, dass der Mensch so lange die Wahrheit spricht und immer versucht, nur die Wahrheit zu sagen, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala als ein Siddiq, also das heißt ein Wahrheitsliebender, niedergeschrieben wird. Und derjenige Mensch, der immer lügt, der lügt und lügt und versucht immer zu lügen, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala als Lügner niedergeschrieben wird, weil es ein Charakter von ihm geworden ist. Und sobald eine Sache zu seinem Charakter geworden ist, fällt es für dich leicht, die Sache umzusetzen. Und deswegen der Shaitan geht mit dir in Schritten, folgt nicht den Fußstapfen, oder auch, kann man übersetzen, folgt nicht den Schritten, Khutuwat, oder auch auf Arabisch Khutuwat. Folgt nicht den Fußstapfen, den Schritten des Satans, die führen zu einem Ziel. Schritte führen immer zu irgendeinem Ziel. Denn die Frage, die man sich stellt, die der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi gesagt hat einmal, was interessant ist bei diesem Vers, hat er gesagt, wenn jemand zum Beispiel, wal'iyadu billah, den Weg zur Kneipe geht, läuft dann vor ihm ein Engel, der ihm den Weg zeigt, oder läuft vor ihm ein Shaitan, der ihm den Weg zeigt? Der Shaitan. Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. Eine Sache, die jeder automatisch sagen würde und nicht ablehnen würde. Ja, keine Sache, die jemand darüber diskutieren würde. Allerdings, das weiß man, und trotzdem gibt es leider Leute, die so etwas tun. Und
Der Schaitan ist derjenige, der den Christen das Schweinefleisch erlaubt hat, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala es verboten hat. Also selbst im jüdischen Gesetz ist es verboten. Und wer hat Isa ibn Maryam nicht? Nicht mal bei den Christen hat Isa ibn Maryam es erlaubt. Also nicht mal die Christen behaupten, die Isa war es, Isa, sondern es waren andere, es waren ihre Gelehrten, die es eben für erlaubt erklärt haben. Und dann sagte der Gelehrte, dass das Schwein ist ein Tier, das nicht auf sein Weibchen eifersüchtig wird. Ja. Nicht auf sein Weibchen eifersüchtig wird und sagte, ebenso sind die Dinge, die es essen. Subhanallah. Allahu Akbar. Ist das der einzige Tier unter dem Tieren, also der Schwein, der seine... Das weiß ich nicht. Allahu Akbar. Ob das einzige Tier ist, das nicht eifersüchtig wird. Aber das ist sehr interessant, sagen wir mal so. Bei Hähnen gibt es immer Streit. Ja, genau. Bei dem Medentier, ne? Die kämpfen immer, um dem Weibchen zu gefallen. Und, ne? Die Schweine stellen sich in der Reihe an. Ja? Das machen. Und es reicht jetzt schon, dass sie ihren eigenen Dreck fressen. Ja, genau. Ja. Und wer Dreck frisst, der besteht aus dem Dreck, was er gefressen hat. Weil auch der Mensch, das, was er hat, die ganzen Moleküle, aus denen man aufgebaut ist, die erneuern sich. Ja, die erneuern sich von, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber es gibt einen Rhythmus, wo praktisch deine ganzen Moleküle ausgetauscht sind. Wenn du bist, was du frisst, sozusagen. Und der Schaitan, sag ich schon, das Schwein ist auch, was es frisst. Und die Menschen, wenn sie das Schwein fressen, dann. Und in den Fußstapfen ist alles beinhaltet, was an Sünden beinhaltet ist. Na, und dann sagt Allah, er ist euch ein deutlicher Feind. Das ist die Begründung, warum wir nicht den Fußstapfen des Satans befolgen sollen. Er ist uns ein deutlicher Feind. Offensichtlich sieht man das. Er lenkt die Menschen ab vom Weg Allahs. Man merkt doch, dass es den meisten Menschen schwerfällt, Allah zu dienen. Denn die meisten Menschen, وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Und die meisten Menschen sind nicht gläubig, auch wenn du es noch so versuchen würdest, sagt Allah in Surat Yusuf. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Und die meisten von denjenigen, die an Allah glauben, sind Götzendiener. Subhanallah. Das heißt, die Muslime sind die Auswahl von der Auswahl von den Menschen. Die Auswahl von der Auswahl von den Menschen. Das heißt, die beste Gläubigen. Natürlich die Gläubigen davon. Wenn ich sage Muslim, dann also meine ich... Die besten von den Gläubigen. Die besten von den Menschen. Weil die anderen sind ja Mushrikun. Oder Mulhidin. Glauben gar nicht an Allah. Was sind die Mushrikun sind Götzendiener. Oder das ist die Übersetzung. Aber die Schirk begehen. Alle, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellen. Alle, die zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala auf die gleiche Stufe tun wie jemand anderes. Oder jeder, der Allah subhanahu wa ta'ala ihm etwas, jeder Mensch ist ein Mushrik, der jemand anderes außer Allah etwas zuschreibt, was nur Allah gehört. Kann man so sagen? Was nur ihm alleine gehört. Das ist ein Mushrik. Der hat Allah subhanahu wa ta'ala. Schirk auf Arabisch heißt Teilhaberei. Deswegen, ich sage auf Arabisch, wenn ich ein Business mache, dann sage ich das mein Kompagnon auf Deutsch. Auf Arabisch sage ich das mein Sharik. Das ist mein Teilhaber. Ich mache ihn zum Teilhaber in meinem Vermögen, auch wenn er nur 1% hat. Interessant. Ne? Auch wenn er nur 1% hat, ist er mein Sharik. Und genauso, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas zuschreibst, ihm abschreibst und jemand anderes zuschreibst, oder ihm was zuschreibst und anderen auch zuschreibst, was nur ihm alleine gehört, dann ist das eine Form von Shirk. Obwohl das ist, wie gesagt, das ist allgemein, weil es gibt Dinge, muss man aufpassen. Ich kann nicht so sagen. Beispiel Gesetzgebung. Der Allah Ta'ala sagt im Koran, in den Hukm illa lillah. Ne? Mhm. Die Menschen sagen, wenn der Gott das kann, können wir das auch. Also Gesetzgebung. Wir können auch Gesetze machen. Und die Menschen müssen nach unseren Gesetzen leben. Das ist ja auch schön. Kommt drauf an. Das Gleiche. Kommt drauf an. Wenn du etwas erlaubst, was Allah verboten hat, ja, die machen das auch. Das ist das Gefährliche. Ja, die machen, was verboten ist, alles halal, alles. Das ist eine Form von Schirk, ist keine Frage. Ja. Aber es gibt Bereiche in der Scharia, die uns überlassen sind. Es gibt Bereiche in der Scharia, die uns überlassen sind. Ja, wo man nicht sagen kann, wenn du das so machst, hast du etwas Erlaubtes verboten oder etwas Verbotenes erlaubt.
Es gibt Sachen. Aber im Surah Yusuf, ja, am Ende steht ja, Ekseren Nase la yalemun. Also das heißt, die meisten Menschen wissen nicht, dass es so ist, dass die Menschen nach dem Gottesgesetz leben müssen. Die meisten Menschen wissen das nicht. Und wer glaubt, dass er das Recht hat, ja, wer glaubt, dass er das Recht hat, etwas zu verbieten oder zu erlauben, das ist Kuffer. Das ist Kuffer. Also Götzendienst ist ein Teil des Kuffer. Also das ist keine Frage. Wer etwas glaubt, ist etwas, das ist keine Frage. Na. Er befiehlt euch nur Böses. Und der Satan ist uns ein deutlicher Feind. Und trotzdem, manche Menschen übersehen den Schäfer. Oder das Witzigste ist, wenn man das als witzig überhaupt noch bezeichnen kann, ist, dass manche Leute heutzutage, sie sagen, Shaitan gibt es gar nicht. Das ist eigentlich die verrückteste Idee. Ja? Weil sie einfach Shaitans geworden sind. Man sagt einfach, Shaitan gibt es nicht. Ist eigentlich Shaitan? Ist doch eine üble Seele, oder nicht? Ist ein jeder üble Seele. Von Djinn und von den Menschen gibt es Shaitan. Aber wenn man sagt, Ash-Shaitan, meint man Iblis. Ash-Shaitan, der Shaitan, dann des Satans, gemeint ist Iblis. Wallahu a'lam. Iblis ist auf Arabisch? Iblis steht im Koran. Iblis ist ursprünglich kein arabisches Wort. Iblis ursprünglich kein arabisches Wort. Es wird gesagt, es heißt so viel wie der Zertretene, der Ausgestoßene, der Verzweifelte, der keine Hoffnung mehr hat auf Allahs Barmherzigkeit. Wallahu a'lam. Aber es ist kein ursprünglich arabisches Wort. Wie auch Adam ist keine Art. Er befiehlt euch nur Böses und Schändliches. Zum Beispiel, lesen wir auf der Seite 100. Adam ist kein arabisches Wort ursprünglich. Nein. Warum ist es aber kein arabisches Ursprung? Ist doch ein Koran oder nicht Adam? Ich habe nur gemeint, sprachlich ursprünglich gesehen, Adam ist kein arabisches Wort. Das habe ich gesagt. Genau wie Ibrahim ist kein arabisches Wort. Hebräisch. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob. Il heißt Gott auf Hebräisch. Aber das haben wir schon gesagt, als wir über Ibrahim geredet haben. Über Ismail geredet haben. Oder worauf zielst du jetzt? Ich habe gedacht, weil das ja im Koran. Zielst du darauf hin, dass alles, was im Koran ist, arabisch? Ja, so, das ist aber. Nein, also das muss man aufpassen. Aha. Alles, was im Koran ist, ist arabisch, das stimmt. Ja. Aber es ist entweder ursprünglich arabisch oder arabisch geworden. Ach so, okay. Weil Sprachen entwickeln sich. Und es ist bekannt über Imam Shafi'i, dass er eben gesagt hat, wer sagt, dass es im Koran etwas gibt, was nicht arabisch ist, der hat etwas Gewaltiges gesagt. Ja? Aber je nachdem, wer es gemeint hat, auf jeden Fall gibt es im Koran, ist alles arabisch, keine Frage. Die Araber sagen Ibrahim, Ismail, Ishaq und Isa, das ist keine Frage. Aber Isa, das ist nicht, also Isa hat, wenn du zu seiner Zeit zurückgehst und sagst du Isa, dann weiß er nicht, wer gemeint ist. Also Isa ist kein Arabisch. Aber war die Sprache von Ibrahim al-Islam nicht arabisch? Nein. Wie denn? Ismail al-Islam. Wie denn? Ismail hat doch Arabisch gelernt von dem Stamm, der sich angesiedelt hat bei der Kaaba. Ibrahim ist doch hingegangen zur Kaaba. Was war die Sprache von Ibrahim al-Islam, was er gesprochen hat? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die Sprache Aramäisch? Nein. Er war in Ägypten. Vielleicht hat er eine Art dort gelernt. Ich weiß nicht, was die Sprache war. Aber ja, vorher woanders. Allah, weiß ich nicht. Aber die arabische Sprache gab es damals, gell? Also wo Ibrahim al-Islam gelebt hat. Ja, natürlich. Weil Ismail hat sich ja mit seiner Mutter Hajar angesiedelt in Mekka und dann kam dieser Beduinenstamm. Ja? Und deswegen, die Araber sind ja, sagt man, die Kinder von Ismail. Ja. Aber es heißt, die Menschen, die im Paradies reinkommen, die werden die arabische Sprache sprechen. Allahu a'lam, muss man nachschauen. Müssen wir nachschauen. Ich weiß nicht, ob er authentisch ist. Aber ich weiß nicht. Dass jeder Arabisch sprechen wird, also die Sprache vom Koran. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er authentisch ist. Ich habe das gelesen. Hadith. Ja, bring ein Hadith. Das glaube ich nicht. Bukhari, ja. Bring ein Hadith. Das Paradies Sprache Arabisch. Das war nicht, wo das steht, das habe ich auch gelesen. Bring ein Hadith. Ihr sollt drei Sachen lieben. Da meinte Rasulullah, ich bin ein Araber. Ihr sollt Araber lieben. Die Sprache vom Paradies ist Arabisch. Was ist gelesen? Koran ist auf Arabisch. Sag ich ihm, Stupekitte.
Kutub al-Sitta. Kutub al-Sitta, ja. Das Hadith steht im Bukhari. Wenn du bring das Buch oder bring die Quelle und da können wir nachschauen. Genau. Ja, ganz einfach. Muss man gucken, ja. Okay. Ja. Er befiehlt euch nur Böses und Schändliches. Der Shaitan ist derjenige, der Sachen, der teilweise den Menschen etwas verboten hat, was erlaubt war. Oder umgekehrt. Zum Beispiel im Vers 103 in Surat al-Ma'idah sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Allah hat keine Bahira, keine Sa'iba und keine Wasila und keine Ham bestimmt, sondern diejenigen, die ungläubig sind, ersinnen gegen Allah Lügen und die meisten von ihnen begreifen nicht. Und dann heißt es im Kommentar, das sind Bezeichnungen für verschiedene Arten von Vieh, das zur Ehre der Götzen von den heidnischen Arabern freigelassen worden ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat der Shaitan ihnen eingeflüstert, dass sie, wenn diese Tiere unantastbar lassen, dann wäre das eine gute Sache und wäre es eine Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist nicht der Fall. Der Shaitan hat ihnen das eingeflüstert. Er befiehlt euch nur Böses, was verschmutzt ist und die Seele so weit verschmutzt, bis sie ein Shaitan geworden ist. Bis sie ein Satan geworden ist oder wie ein Tier geworden ist oder noch weiter abgeht als ein Tier. Weil Allah sagt ja im Koran, Ulaika kal an'ami bal hum adall. Das heißt, jene sind wie das Vieh. Nein, sie sind noch weiter abgeirrt. Also noch unter den Tieren. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen einen Verstand gegeben. Und wenn er den Verstand, der Tier hat keinen Verstand. Also wenn der Mensch einen Verstand hat, es nicht benutzt, dann ist er abgeirrter als ein Tier. Ja. Und dass ihr gegen Allah aussagen sollt, was ihr nicht wisst. Und dass ihr gegen Allah aussagen sollt, was ihr nicht wisst. Das Sagen, dass man etwas sagt über Allah subhanahu wa ta'ala, was nicht stimmt, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und jetzt fragt man, wieso das Schlimmste, was überhaupt geht? Weil man würde doch sagen, Schirk ist doch das Schlimmste, doch schlimmer. Nein. Etwas über Allah zu sagen, was nicht stimmt, ist schlimmer als das Schirk. Warum? Weil es ist der Ursprung des Schirk. Deswegen Ibn Abbas wurde genau diese Frage gefragt. Wie kann man sagen, dass es schlimmer ist als Schirk, obwohl Allah doch sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Und er vergibt darüber hinaus, wem er will. Und er sagte eben, weil das Al-Qawl ala Allah, bi ghayr ilm, etwas zu sagen über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen, ist der Ursprung des Schirk. Die Mushrikun sagen über Allah etwas, was nicht stimmt. Das ist die ursprüngliche Sache. Und zu sagen über Allah etwas, was nicht stimmt, das ist das, was die Religion zerstört. Das ist das, was die Religion zerstört. Das Christentum ist nur das geworden, was es jetzt ist, weil Menschen über Allah etwas gesagt haben, was sie nicht gewusst haben. Das Judentum ist nur das geworden, was jetzt ist, weil Leute etwas über Allah gesagt haben und über Musa a.s. gesagt haben und über die Propheten gesagt haben, was sie nicht wissen. Und weil sie gelogen haben über die Propheten. Und das Gleiche ist, wenn ich sage über Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache, die ich nicht weiß, wenn ich zum Beispiel sage, wie wir gerade vorhin gesehen haben und wie wir auch später sehen werden in Versen von Surah Al-Baqarah, wo einige Leute sich selbst verboten haben, über den Eingang ihres Hauses hineinzugehen, wenn sie ihre Reise abgebrochen haben, von Hajj oder Umrah oder sonst was, dann haben sie sich etwas verboten und dachten, sie kommen dadurch Allah näher. Und wer weiß, wie man das was nennt, wenn man etwas bezeichnet, wenn ich behaupte eine Sache, dadurch komme ich Allah näher, obwohl Allah das gar nicht als Gesetz gemacht hat. Das nennt man eine? Zum Beispiel im Surah Töbe 31, ne, da wird ja gesagt, die Christen und die Juden haben ihre Prediger als Götter angenommen. Mhm. Wenn sie was befohlen haben, haben sie gemacht. Ja. Wenn sie was verboten haben, haben sie... Also sie haben das verboten erlaubt, das erlaubt verboten. Genau, ja, ja. Das ist im Hadith. Interessant, ja. Diese, gell? Ja, das ist... Also wie sie Schirki begehen. Ich weiß, wir haben das erwähnt, dass sie über Sufis gesprochen haben, aber ich glaube, also ganz einfach, eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzlich gemacht hat, und zu der wir zu Allah näher kommen, ist eine Sunna von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das meine ich Sunna, meine ich jetzt nicht den Begriff, wie die Fuqaha es benutzen. Ne? Die Fuqaha benutzen Sunna als bestimmte Definition. Ne? Aber ich meine, es ist eine Sunna, das heißt, es ist der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und alle Wege, mit denen man auch zu Allah kommen will, ja, aber die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat, nennt man Bid'ah. Ja, ganz einfach, eine Bid'ah. Bid'ah auf Arabisch heißt nicht anders als eine neue Sache, eine Neuerung.
Und kann auch was Tolles sein. Aber Tabdi' in anderen Sachen als außerhalb der Religion, Tabdi', das ist so viel wie erfinderisch. Dass man ein bisschen erfinderisch ist und neue Sachen macht. Also Tabdi' ja, in der Religion. In der Religion. Aber Al-Bid'a außerhalb der Religion, wie gesagt, der sprachliche Bedeutung, zum Beispiel etwas zu erfinden, was nützlich ist für die Menschen, das ist auch eine neue Sache. Das ist ein Tabdi', das ist eine gute, schöne, neue Erfindung. Das macht Sinn. Und deswegen, die Bid'a ist das, was die Religion zerstört. Und die Bid'a ist das, was heutzutage auch die Muslime zerstückelt. Die einen beten so, die anderen beten so. Also ich meine jetzt bestimmte Sachen. Ja, ich meine nicht allgemein. Natürlich gibt es immer Gemeinschaften, gibt es. Aber ich meine, manche Leute vermeiden andere Moscheen, weil dort andere Rituale gibt nach dem Gebet oder vor dem Gebet oder wie auch immer. Und das sind alles Sachen, die Muslime leider in Gruppen spalten. Und wenn man jetzt aufruft dazu, dass die Muslime sich vereinigen, dann meint man nicht damit, dass man dazu aufruft, dass wir uns alle tolerieren. Dann meint man nicht damit, dass wir uns alle respektieren und sagen, ja, macht ruhig das weiter, was ihr falsch gemacht habt die ganze Zeit. Sondern wenn man zur Einheit Allahs aufruft, dann meint man, dass wir uns alle treffen und einigen darüber, dass wir Allahs Buch und die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und nicht etwas anderes. No. Der Shaitan, waliyadu billah, befiehlt einem Böses und Schändliches. Der Shaitan ist derjenige, der den Menschen eines der dreckigsten Dinge gelehrt hat, die es überhaupt gibt. Und eine Sache, wo Allah darüber sagte, er sagte, dass Lut a.s. zu seinem Volk sagte, أتأتون الفاحشة, kommt ihr etwa dem Schändlichen nahe, ما سبقكم بها من أحد, niemand von den Weltenbewohnern, من العالمين, niemand von den Weltenbewohnern, überhaupt niemand von ihnen, hat das getan, bevor ihr das getan habt. Niemand ist euch vorausgegangen, vorausgeeilt in dieser Hinsicht. Wie könnt ihr so etwas machen? Ja. Und das ist der Shaitan, das machen nicht einmal die Tiere. Das machen nicht einmal die Tiere, was das Volk von Lot gemacht hat. Oder das heißt Männer und Männer. Und Zina zum Beispiel. Wer will, dass jemand Zina macht mit seiner eigenen Mutter? Oder seiner eigenen Schwester? Und trotzdem, die Menschen machen es mit anderen. Ja. Deswegen muss man ein bisschen mal sich besinnen in dieser Hinsicht. Aber der Shaitan, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er schmückt den Menschen die Taten aus. Und so glauben sie, dass sie, was sie tun, ist richtig und gut. Ja, genau. Und deswegen findet man immer, dass die Freveler unter den Menschen und die Heuchler und diejenigen, die schwach im Glauben sind, sie zeigen auf diejenigen, die gläubig sind und sagen, das sind Leute, die übertreiben, die sind viel zu streng oder die was auch immer. Die nehmen das alles viel zu genau. Und sie denken, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie denken, indem sie die Religion nicht zu genau nehmen und die Verse nicht alle ausführen, nur einen Teil davon, denken sie, dass sie eben auf dem richtigen Pfad sind. Und dann sagen sie noch schöne Hadithe, wie zum Beispiel Ad-Din Yusr, die Religion ist eine einfache Sache. Oder sie sagen Sachen wie zum Beispiel Yassiru wa la tu'assiru, macht es einfach und nicht schwer. Bashiru wa la tunaffiru, verkündet frohe Botschaft und schreckt nicht ab. Ja, die sagen dann, die Gläubigen, die immer sagen, das ist verboten, das ist halal und haram, die schrecken die Leute ab. Natürlich schreckt das ab, ich weiß, dass es abschreckt, aber das heißt nicht, dass es falsch ist. Also wenn jemand, der nicht Muslim ist, mich jetzt fragt, ist er Kafir? Das ist ja klar, dass er viele Sachen macht, die verboten sind. Sonst wäre er Muslim. Und wenn er mich jetzt fragt, was er alles falsch macht und ich sage es ihm, natürlich schreckt ihn das offen ab, das ist ja die Prüfung. Und wenn einer zum Islam eintritt, dann werden alle seine Sünden vergeben. Und das kommt nicht von ungefähr. Die Religion anzunehmen und 5 Gebete zu verrichten und sich von den den Islam anzunehmen als Lebensweise, das ist ein gewaltiger Schritt, der von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt wird dadurch, dass man eben seine Sünden alle vergeben bekommt. Und so, dass einige Sahaba radiallahu anhum, bevor sie den Islam angenommen haben, haben sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er aufgerufen hat zum Islam, haben sie zu ihm gesagt, wir nehmen den Islam unter eine Bedingung. Ich sage, was ist die Bedingung? Sagt er, dass mir alle Sünden vergeben werden. Und dann sagt er eben zu ihm, wusstet ihr nicht, dass die Sünden sowieso vergeben werden?
sallallahu alaihi wasallam. Und dass ihr gegen Allah etwas aussagt, was ihr nicht wisst. Und hier sehen wir eine Reihenfolge in den Versen, wie wir auch finden in Surat al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt keine zufällige Reihenfolge im Koran. Jeder Vers ist am richtigen Ort. Und wenn Allah eine Reihenfolge erwähnt, dann hat es einen Sinn. Und die gewaltigste Sünde ist am Ende erwähnt. Wie auch in Surat al-A'raf in einem Vers hatte, die gewaltigste Sünde. Und zwar, dass man über Allah etwas sagt. Gesagt nach Schirk. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Und dass ihr Allah etwas beigesellt, also das hat er euch verboten, eine Sache, für die er keine Ermächtigung herabgesandt hat. Und dann sagt er am Ende, وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Also das ist noch gewaltiger. Und da leider gibt es, was heißt leider, also da gibt es Stufen. Die schlimmste ist Schirk und Kufr. Und es gibt allerdings auch Stufen darunter. Und leider fallen da viele Leute rein, weil sie nicht gelernt haben zu sagen, ich weiß nicht. Wenn sie gefragt werden, der Religion, ist das halal oder ist das haram, sagen sie, ich glaube es so. Oder eigentlich, es muss so sein. Oder ich denke, das wird so sein, weil ich habe es so gelernt. Oder wir haben das in unserem Land immer so gemacht, also es muss erlaubt sein. Also das ist eine Aussage über Allah subhanahu wa ta'ala, über die man kein Wissen hat. Und wenn man zu ihnen sagt, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein. Vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Vorväter oder unsere Väter vorgefunden haben. Was denn? Auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht rechtgeleitet waren? Wir lernen aus diesem Vers, man folgt keinem Unwissenden und man folgt nicht seinen Vorvätern, sondern man folgt auch nicht die Gelehrten seines Heimatlandes. Sondern man folgt in Wirklichkeit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Und auch müssen wir uns bewusst machen, wenn wir einen Gelehrten fragen und von ihm eine Fatwa bekommen, die wir dann umsetzen, machen wir uns bewusst, dass wir glauben, dass dieser Gelehrte nach bestem Willen und nach bestem Können versucht hat, das zu sagen, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Und deswegen folgen wir nicht dem Gelehrten, sondern wir folgen dem Gelehrten nur indirekt. In Wirklichkeit folgen wir Allah subhanahu wa ta'ala, da wir diesen Gelehrten als als Argument zwischen uns und Allah genommen haben am Tag der Auferstehung. Das heißt, wenn Allah am Tag der Auferstehung uns fragt, warum hast du so und so das gemacht, dann sagen wir, ja, weil dein Diener so und so mir das die Fatwa gegeben hat. Und er war ein Gelehrter und dann ist er verantwortlich für die Antwort. Und wenn er ein Mujtahid war oder wenn er etwas gesagt hat und einen Fehler gemacht hat, wird es ihm inshallah vergeben. Und wenn er Mujtahid war, wird er sogar dafür belohnt. Und wenn er die Wahrheit gesagt hat, dann wird er doppelt dafür belohnt. Und wenn man zu ihnen sagt, zu den Mushrikin, folge dem, was Allah herabgesandt hat. Also, folge dem Gesetz Allahs. Sagen sie, und das ist das blinde Folgen, nein, vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Und das nennt man auf Deutsch das Nicht-Nutz-Argument. Das Nicht-Nutz-Argument. Nutzt nichts. Man kann nicht sagen, das ist nicht Nutzargument, also es bringt gar nichts zu sagen, ich folge nicht Allah, sondern ich folge lieber dem, worin ich meine Väter vorgefunden habe. Und diese Sache, wenn man den Koran liest, dann denkt man, ach, das war damals. Die Mushrikin, die waren noch Abu Jahl und diese Leute wollten dann das machen, was ihre Väter gemacht haben. Subhanallah, heutzutage ist das Gleiche. Heutzutage bei vielen Muslimen ist das Gleiche. Die Leute, die aus diesem Land kommen, die denken, der Islam dort wird ausgeübt, richtig. Und die machen das, was dort ausgeübt wird. Und die Leute, die aus anderen Ländern kommen, sie glauben, das, was sie machen, ist die Wahrheit. Und sie einigen sich nicht darauf und sagen zum Beispiel, guck mal, wir unterscheiden uns in dieser Sache. Gucken wir, was Allah und sein Gesandter gesagt hat. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Wenn ihr euch sinngemäß der Vers bedeutet, wenn ihr euch über eine Sache nicht einig seid und gestritten habt, dann legt es Allah und seinen Gesandten vor. Das ist heutzutage der Koran. Und die Sunna des Propheten und sagt Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, wenn ihr an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Wenn ihr nicht daran glaubt, ist egal. Wenn ihr nicht daran glaubt, braucht ihr nicht. Das ist wie der Vers von Allah SWT, i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir oder alim. Das heißt, tut was ihr wollt. Tut was ihr wollt. Allah SWT braucht uns nicht. Und das ist keine Aufforderung zu tun, was man will, sondern das ist im Gegenteil, bedeutet, tut es nicht. Die Aussage, tut, was ihr wollt, Allah will uns damit sagen, dass er uns nicht braucht
egal was wir tun, wir sind diejenigen, die ihn brauchen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ihr Hannas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid, o ihr Menschen, ihr seid die Armen, ihr seid diejenigen, die Allah brauchen, und Allah ist al-ghani, der Allunabhängige, der Reiche, der Unabhängige, al-hamid, der Lobenswürdige. Folgt dem, was Allah herabgesandt hat, dann sagen sie, und dieses Nichts-Nutz-Argument, so braucht man nicht zu begründen. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn man sagen würde, wenn meine Vorväter, ich folge meinen Vorvätern, wenn das die Sahaba radiallahu anhum vielleicht waren, dann kann man ihnen folgen, in dem Sinne, auch nur in dem Sinne, dass sie dem Propheten folgen. Nicht allen. Wie? Nicht allen Sahaba, oder? Wie, meinst du? Zum Beispiel, es gab ja auch, wie ist dieser Begriff Sahaba zu verstehen, meine ich? Alle, die den Propheten gesehen haben, den geglaubt haben. Und als Muslime gestorben sind. Also soll man auch allen folgen? Nein, ich meine damit, wenn man als Argument sagen würde, ich folge lieber meinen Vorvätern, weil sie sind die Sahaba gewesen. Ja? Dann ist mir lieber, ich folge ihnen als jemand anderes. Das wäre ein Argument, akzeptabel wäre. Weil in der Hinsicht gibt es ja, also habe ich gesagt, gibt es einen Hadith, aber der wurde als schwach. Wo mit den Sternen? Genau. Und ja, das ist halt, das ist schwach, ja. Der ist schwach, ne? Aber der, ja. Ja. Also meine Sahaba sind wie die Sterne und wenn ihr auf einen festfällt, dann kommt seid ihr. Nein, das ist schwach. Weil die Sahaba an sich sind keine, an sich keine religiöse Quelle. In dem Sinne, darf man nicht falsch verstehen, in dem Sinne, das, was sie sagen, ist ein Argument. Was die Sahaba sagen, ist ein Argument, wenn sie es dem Propheten Sassan zuschreiben oder wenn sie etwas sagen, was sie nur hätten wissen können von Allah subhanahu wa ta'ala oder von, also über den Propheten Sassan, oder wenn es ein Ijma' gibt unter den Sahaba. Ja, oder wenn die großen Sahaba das gesagt haben, die Fuqaha. Nicht alle waren Faqih, nicht alle waren gelehrt unter den Sahaba in der Religion. Es gab auch einfache Sahaba, die den Propheten Sassan einmal im Leben gesehen haben. Oder zweimal gesehen haben. Oder einmal die Woche nur sehen. Nicht jeder war mit ihm jeden Tag zusammen. Aber die Sahaba ist wie zum Beispiel Abu Huraira, ne? Also die haben, ja. Das waren diejenigen, die immer mit ihm zusammen waren. Die waren immer mit ihm zusammen. Und wenn man zu ihnen sagt, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein, vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Das heißt, sie wollen gar nicht die Wahrheit wissen. Sie wollen nur das folgen, was ihre Väter gemacht haben. Und dann erhalten sie auch das, was ihre Väter gemacht haben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was denn, auch wenn ihre Väter nichts begriffen und nicht rechtgeleitet waren, es ist haram, Unwissende und Irregehende zu folgen. Man muss wissen, warum man Muslim ist. Man muss wissen, was es bedeutet, Muslim zu sein. Und leider gibt es diese Sache, wie ich schon gesagt habe, auch in kleinem Maße unter den Muslimen, dass sie eben nur das folgen, was ihrer Tradition entspricht. Und nicht davon absehen wollen, wenn es eben dem Koran widerspricht oder der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.